Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Wir befinden uns hier immer noch auf Doom und Cars. Wir sind unterwegs mit Force Curry und dem guten Mafuyu LP. So, wir müssen nämlich jetzt hier eine kleine Mission absolvieren für das Gutier, den wir immer noch umbringen müssen. Haben wir Lord Zash Schlüsselkarte bekommen. Und deswegen müssen wir jetzt hier mal die Map ein bisschen mehr erkunden, denn wir müssen ganz in den Süden Lord Gratans Anwesen. Boah, Alter, das macht ja voll den Bogen, ne? Viecher. Ja. Ja. Eine grausame Dschungelkatze. In dem Gebiet war ich persönlich noch nie, muss ich ehrlich sagen. Also ich bin da auch mal ein bisschen gespannt, was uns da erwartet. Oh! Wir haben einen Codex-Eintrag gekriegt, also haben wir das Tier tatsächlich noch nie gesehen, genau. Ja, und wir haben ja letztens ein bisschen über Planeten gequatscht und so weiter. Also ich freue mich ja sehr drauf, wenn wir Nar Shaddaa, Tatooine und so weiter, diese ganz, ganz bekannten Star Wars-Planeten erreichen, weil Nar Shaddaa ist, der Planet hier, wo wir uns ja gerade befinden, Drum und Cass, ist ja kein Star Wars-Planet im eigentlichen Sinne, dass man den aus den Filmen kennt. Allerdings gibt es hier auch Alderaan, ja, das kennt der ein oder andere, ja. Okay, wir quatschen mal hier. Neue Quest. Einst genoss ich Respekt. Mein Wort hatte Gewicht. Ein winziger Fehler und schon traut mir niemand mehr. Meine Truppen haben sich seltsam benommen. Verdächtig. Dem Anschein nach alles Verräter. Es war nur logisch, sie alle zu töten. Ich konnte doch nicht wissen, dass sie eine Überraschungsparty für meine Beförderung planten. Ihr habt all eure Untergebenen umgebracht? Ich hatte damals sehr viel Stress. Inzwischen bin ich wieder normal. Ihr müsst mich anhören. Diesmal bin ich nicht paranoid. Ich habe eine große Bedrohung für die imperiale Sicherheit entdeckt. Im Dschungel wimmelt es von unsichtbaren Kubas-Spionen. Man sieht sie nur, wenn es blitzt. Das stört ihre Tarntechnologie. Was sind denn Kubas? Sind die feindlich? Diese Schnüffelnasen spionieren für jeden, der sie bezahlt. Aber das Imperium würde sie nicht einsetzen, um Drum und Cass zu überwachen. Die Feinde des Imperiums hacken etwas aus. Die Kubas sind hier, um unsere Stärken und Schwächen für sie herauszufinden. Ganz bestimmt! Durchkämmt den Dschungel, achtet auf Blitze und schlagt zu, wenn ihr einen Kubas seht. Tötet die Langnase und bringt mir einen Beweis. Okay. Beschafft einen Kubas Holo-Kommunikator. Da, der Typ ist ja, aber was ist das durch. Denn hier, ey? Ich dachte die ganze Zeit, das sind Statuen, weißt du? Dann bewegt sich der auf einmal. Was ist das denn, ey? Voll die Viecher, Alter. Okay. Komm her, deine Mutter. Wir sollen auf Blitze achten. Okay, auf Blitze achten. Sollen wir achten? Auf Blitze achten, hat ja, er gesagt. Ja, hier rechts, ja. Hoch, da irgendwie. So. Okay, dass wir jetzt unterwegs dann noch ein paar Missionen finden, das war natürlich vorauszusehen, vielleicht. Aber es ist auch gut so. Ja. Weil wir dadurch. Alter, wow. Was ist das denn? Wo kommt der denn her? Ach, Kubas Aufklärer. Weil wir so nämlich, wie gesagt, immer schön Level Erfahrungspunkte mitnehmen. Habt ihr den? Jo. Die für Geräusche machen. Wie so Mäuse. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich schon immer Angst hatte, unter einem Stein begraben zu werden? Nee. Ja, die müssen wir erledigen. Jo. 6 Stück brauchen wir. So, hier ist ein Stein. Was haben wir denn hier? So. Oh. Ach du Scheiße. Keine Herausforderung für uns. Nee, gar nichts. Ja gut. Ach guck mal, hier ist ein stärkerer. Ah ne, doch nicht. So, 3 von 6. Wir haben es ja gleich schon hier. Hä? Die beschafft einen Kubas Holo-Kommunikator. Ja, das müssen wir noch finden. Ist hier mal einer rechts. Von den Drop das bestimmt oder so. Das kann sein, ja. Guck mal, hier sind jetzt Blut. Ja. Hört ihr den mal hier? Hast du den? Ja, der liegt hier bei diesen hier. Im Gelben. Das Gelb ist immer für die Quest. Die Geräusche, meine. Komische Viecher. Also die Geräuschkulisse ist manchmal echt der Wahnsinn. Hier bei Star Wars. Wir müssen die Geräte irgendwie platzieren, ne? Zack. Oh, Curry ist Level Up. Level Up! Herzlichen Glückwunsch. Wo ist meine Torte? Nee, Geräte platzieren. Mein Loot. Wir haben jetzt eigentlich schon, wir könnten jetzt hier weg, oder?
Ja, ich muss noch eben den... Wo ist der? Ist der das hier? Ich hab den noch gar nicht, den Holocom... Guck mal, das ist hier. Gelb. Hier das ist der. Gelb. Ja, Moment, warte, ich töte den eben noch hier. Oder er tötet mich. Ich glaube, er tötet mich. Weißt, oh, weißt du eigentlich zufällig, wie man die Leiste rechts aktivieren kann? Du musst auf Inventareinstellungen gehen, oder? Und dann kannst du das machen. Interface, oder was? Ne, Interface, sorry, nicht Inventar. Schnellleiste. So, wo ist das? Wo ist... Ah, da, ich sehe es, jo. Heile mich mal eben schnell. Okay, habe ich erledigt. So, dann haben wir ja schon mal die Quest auch fertig. Super. Ja. Okay, dann gehen wir mal weiter, oder? Können wir jetzt zurückgeben, die wieder ab? Ja, das können wir auf dem Rückweg machen, würde ich sagen. Ah, ne, wir wollen ja Schnellreise machen. Genau, genau. Dann gehen wir die lieber ab. Das ist eine gute Idee. Oh, die Wett verschwindet immer. Was ist los? Kriegt man eigentlich auch irgendwann mal halt einen Speeder oder irgendwas? Jetzt ohne, dass man sich den kaufen muss? Ich meine, ab Level 10 hast du eigentlich einen, aber ich bin mir nicht sicher. Kann auch sein, dass du den erst später kriegst. Ich habe keinen. Weiß nicht mehr, wie das... Ja. Soweit ich weiß, ist nur ab Level 10 ist erstmal Schnellrennen. Ne? Sprinten war, glaube ich, ab Level 10, oder? Und dann Speeder, weiß ich nicht. Ich weiß es gerade absolut auch nicht. Naja. Komische Wesen hier. So, hier ist der Paranoide. Sieht aus wie ein Mix aus einem Schwein und einem Krokodil. Aha! Ein Holo-Kommunikator mit Kubas-Markierungen. Das wird den Trotteln, die mich für paranoid halten, die Sprache verschlagen. Damit kann ich endlich beweisen, dass wir von Spionen umgeben sind. Einen solchen Beweis können meine Vorgesetzten nicht ignorieren. Ihr habt mir und dem Imperium einen großen Dienst erwiesen. Nehmt dies hier zum Dank. Vielen Dank. Oh, schon mit deiner Planetenauszeichnung. Wie gut sehr sind schön. Denn die? Sammelt die Auszeichnung. Ist ja wichtig. Guck mal, jetzt haben wir einen riesen Schwung an Erfahrungspunkten bekommen. Okay, dann gehen wir mal weiter runter. Oh ja, Level 15. Sehr schön, Bronze. Herzlichen Glückwunsch. Wo muss das? Dankeschön. Fühl mich stark. So, dann schauen wir mal. Wir haben echt schon viel von der Karte aufgedeckt, ne? Langsam. Wobei, okay, die ganze linke Seite noch nicht. Ja. Habt ihr eigentlich auch schon wieder neue Fähigkeiten erworben zwischendurch mal? Eine, ja. Achso. Eine ganze Fähigkeit habe ich bekommen. Aber warte mal, man hat doch... Warte mal. Ach, Vermächtnis muss ich auch noch gucken, genau. Aber da habe ich 0 Punkte gerade. So, warte mal. Links oder rechts? Ich würde schon fast sagen, dass wir hier einmal einen Bogen machen müssen, damit wir dann ganz nach unten kommen. Let's go. Ab durch den Bogen. Guck, was unser Orientierungssinn uns sagt. Dromundkast ist ein ziemlich finsterer Planet. Ja. Ist ja nicht umsonst das Zuhause des Imperiums. Boah, was ist das denn? Bösartige Dschungelkatze. Alter. Egal, weiter. Lass. Die hatten wir schon, ne? Ja. Da, im ersten Moment aus wie so eine Schildkröte, eine mutierte. Jetzt wird's nochmal spannend hier, das neue Gebiet. Ja. Lord Gratan. Alter, was ist das denn hier? Guck mal, Steinhorn. Oh. Der hat schon einiges. Was ist das für ein Level 13? Dinosaurier, der ist stark, Mann. Leute. Den sollten wir mal angreifen. Ja, mein Gebieter. Aber ich hätte mir stärker. Das war's. War nix ist nix. Ah, guck mal, wir haben jetzt ein neues. Das Revanita-Lager. Genau. Ah, hier ist sogar ein Dings ein Gleiter-Spot. Das ist super. Ja. Falls wir hier gleich nochmal her müssen, dann. Wunderbar. Okay, super. Wie viel Crit jetzt habt ihr eigentlich gerade? 10.000. Guck mal kurz. Ich hab 14.000. 8. Ja. Tieren. Ja, aber ist jetzt die Frage, also hier unten kommen wir, glaube ich, dann nicht mehr weiter, oder? Ich guck mal kurz. Doch, kommen wir. Da hätten wir wahrscheinlich in die andere Richtung da abbiegen müssen, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder zurück. Schon mal das Lager, das ist super. Warte mal, gibt es hier vielleicht noch eine Quest, die wir machen können? Sieht nicht so aus. Lager, ne? Guck mal weiter draußen hier. Ich gehe mal hier runter, hier, warte mal, hier südlich raus aus dem Lager.
denke mal, hier müssen wir dann später aber auch nochmal hin. Ne? Also. Ja, Bonze, komm lieber zurück, das ist ja Zeitverschwendung. Lass uns vielleicht in die andere Richtung gehen. Ja. Ich wollte ja nicht so viel vorwegnehmen hier. Liebe Freunde der Galaxis. Dann gehen wir schneller rüber, weil ich bin echt gespannt auf die Quest, muss ich ehrlich sagen. Ich auch. Laut Gratan klingt ja schon eigentlich relativ fies. Bin mal gespannt, wann wir diesen Dark Scotier endlich das Handwerk legen. Kämpfen jetzt schon die ganze Zeit gegen ihn. Ja, ich bin ja mal gespannt, wann wir den Planeten hier verlassen. Also mit welcher Aufgabe, meine ich. Aber wir haben nicht viele Missionen, ne? Also wir haben hier schon einiges an Missionen absolviert auf diesen Planeten. Ja. Ich denke mal, allzu lange willst du auch wirklich nicht mehr gehen. Nur noch die Klassenmission. Ja, ich glaube, da kommt noch einiges. Wartet mal ab. Weil wenn du sagst, wirklich Level 20... Also ich kenne das jetzt nur von WoW halt, ne? Von Warcraft, dass man halt immer so Gebiete hatte, Planeten halt. In diesem Sinne hier, da war es halt ein Gebiet und dann hast du immer 10er-Grenzen von 10 bis 20 und so weiter. Mhm. So, was haben wir denn hier? Guck mal da hinten. Oh. Das sieht doch schon mal richtig aus. Alter Schwede. Das die Mauer. Die Mauer. Ach du Scheiße. Okay, da ist nochmal ein Taxi. Das machen wir uns nochmal klar, eben ganz schnell. Schön aktivieren, Leute, nicht vergessen. Genau. Jetzt war ein Podracer echt gut. Ja. Aua. Fahren einfach beim Dennis mit. Genau, spring da hinten drauf. Und das gehen würde, ne? Ja, das ist sehr nice. Berliner Mauer. Man kann nicht alles haben. So, wo sind wir denn hier schönes? Oh, hier sind Missionen ohne Ende, Alter. 3 Stück. Alter, okay. 4 habe ich hier sogar. Ja. Krass. Wir gehen jetzt erstmal hier Dings. Erstmal Dings aktivieren. Wir sind startklar. Ja. Ja, dann lass mal jetzt erstmal die Mission machen, weil ich denke mal, meine Mission wird dann eh unterwegs irgendwo dann sein, weißt du? Ja. Können wir mal hier 4 Stück annehmen. Sogar. Krass, ey. Können wir mal hier hin? Gespräch beginnen. Endlich jemand, der Verstand hat. Oder mir vielleicht sogar bei meiner Arbeit helfen kann. Meine närrischen Schüler haben sich bei einem einfachen Ritual umbringen lassen und sie haben immer noch die Runen bei sich, die ich ihnen anvertraut habe. Sie mussten lediglich eine Bestie der dunklen Seite herbeirufen, eine Sith-Brut, und sie zu mir bringen. Ich habe sogar das Artefakt erforscht, um sie zu binden. Könntet ihr helfen? Warum wollt ihr eine Sith-Brut herbeirufen? Ja, wie überaus seltsam. Warum sollte irgendjemand eine unglaublich mächtige Kreatur der Dunkelheit studieren? Oh, ihr müsst die Sith-Brut übrigens erst unterwerfen, ehe das Artefakt sie binden kann. Zeigt mir einfach den Weg, dann bringe ich eure Kreatur her. Holt die Runen von den Leichen meiner Schüler und bringt sie zu dem Bogengang im Dschungel. Das Artefakt ist dort versteckt und wird euch leiten. Was ist nun? Steht nicht einfach so herum, sondern bringt mir meine Sith-Brut her. Wir müssen ihr die Brut bringen, aber okay. Wir nehmen immer die anderen Quests noch alle an. Damit ja, klar. Alles, wo läufst du denn hin? Ich weiß auch nicht. Ja, wir müssen hier rein. Ach so, ja. Ach, da müssen wir sowieso durch. Ach, guck mal, hier stimmt. Hier ist der nächste. Bitte bleibt stehen und lasst die Waffen stecken. Die Droiden scannen euch jetzt. R5. Alles in Ordnung. Verzeiht bitte, wir sind auf der Hut vor Lord Gratans Leuten. Ich bin es leid, ihn auf meinen Jungs rumtrampeln zu lassen. Mein Lichtschwert ist die einzige Autorisierung, derer ich bedarf. Bei allem Respekt. Nur weil ihr ein Sith seid, lasse ich euch noch lange nicht durch. Nicht, wo einer eurer Sorte das Problem darstellt. Hört zu, bleibt doch noch. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber Gratan ist ein Albtraum. Der Sith-Lord ist abtrünnig geworden. Er ist auf seinem Anwesen jenseits der Mauer. Er hat Waffen, Schilde und einen Kader an Wissenschaftlern, die neue Technologien gegen uns entwickeln. Gratan verlangt Respekt und Autorität vom Rat der Sith. Also hat er sich, wie bei den Sith üblich, gegen seine Meister gewandt, um seine Macht zu beweisen. Jetzt plagen wir uns mit seinem Wahnsinn rum. Wenn ihr also sowieso hier seid, um Gratan Probleme zu machen, könnt ihr uns genauso gut helfen. Ihr habt die Waffen und die Ausbildung. Erledigt das alleine. Ich würde ja gerne, aber mir sind die Hände gebunden. Es ist so, diesen Sektor sind fast 100 Männer zugeteilt.
Einige auf der Mauer, einige beobachten Gratan. 20 sind verschwunden. Meine Jungs, quasi meine Kinder. Gratan hat sie mir genommen und ich will sie zurück. Was genau ist meine Aufgabe? Ich weiß auch nicht, was Lord Gratan von ihnen will. Vielleicht hält er sie als Geiseln, um uns zu demoralisieren. Wer weiß das schon. Wenn ihr ohnehin auf Gratans Grund müsst, holt sie da raus. Sagt ihnen, sie sollen sich bei der Herzogin melden. So, nennen sie mich. Herzogin? Das müsst ihr mir erklären. Versucht ihr doch mal, Offizier zu sein, ohne euch einen Spitznamen anheften zu lassen. Berichten zufolge hat Gratan Gefangene in einen anderen Flügel überführt. Ich weiß nicht, ob es sich um meine Leute handelt, aber man sollte der Spur nachgehen. Seid vorsichtig. Gratan ist nicht zimperlich. Hey, Gratan, haben wir jetzt schon ein bisschen wieder was erfahren? Ja. Knaller der Kerl. Oh, guck mal, hier ist ein Druide. Flashpoint-Kurier. Oh, hm? Ach, ist wieder so ein Flashpoint, oder was? Ja, das machen wir jetzt lieber nicht. Gucken wir uns später mal an. Oh. Hier ist aber noch Missionen. Eine. Missionen? Ja, das sind so Missionen, die du mal machen kannst. Aber eine Quest gibt es auf jeden Fall noch hier. Oder war es das schon? Da also, los. Flashpoint, achso, ja, okay. Ich glaube, das war's, ne? Ja. So, dann gehen wir mal Richtung der Quest. Ja, müssen wir hier runter, oder? Genau. Ah, hier ist auch nochmal eine Brücke. Quest. Erlange die Rune der Macht, die Rune der Freiheit. Oha. Bei Captain Brin. Ja, und dann müssen wir da unten hin. Ja, ja. Weil viele hier sind. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Lord Gratan hat seine Augen überall. Er ist sehr misstrauisch allen Fremden gegenüber. Er darf nicht sehen, was wir tun. Ich werde still sein. Doch ihr solltet mir sagen, was ihr hier tut. Gut. Kann mir nicht die Mission von so einem Plappermaul ruinieren lassen, dass Lord Gratan über meine Anwesenheit informiert. Gratan ist eine Bedrohung, eine große Bedrohung. Der Typ verrückter Wissenschaftler. Er mag Waffen, Cyborgs, Droiden, ergonomische Stühle. Mein Auftrag ist, ihn im Auge zu behalten, auf alles zu achten, was verdächtig ist. Ich weiß jedoch nicht, was ihr hier tut. Ich werde Lord Gratans Anwesen stürmen. Das dachte ich mir. Scharfe Augen. Ich sehe sowas sofort. Ich möchte nicht aufdringlich sein. Doch da ihr diesen Weg beschreitet, könntet ihr mir wohl helfen? Und was habe ich davon? Ich habe dank der freundlichen Unterstützung des Imperiums ein paar Credits für Bestechung und Ähnliches übrig. Nun, ich habe die Anweisung, auf Distanz zu bleiben und Lord Gratans Anwesen weder zu betreten, noch auf sonstige Weise Aufsehen zu erregen. Ich soll jedoch Informationen über ein bestimmtes Geschütz beschaffen. Einen Prototyp, für den der abtrünnige Lord Pläne haben soll. Das Imperium will das Geschütz in Serie bauen. Was soll ich tun? Lord Gratan versteckt die Geschütze irgendwo auf seinem Grundstück. Ich werde ja selbst danach suchen, aber Befehl ist Befehl. Ich muss die Stellung halten. Da ihr nun schon hineingeht, könntet ihr wohl nach den Plänen für diese Geschütze Ausschau halten? Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Ausgezeichnet. So muss das sein. Die Sache ist nur, dass ihr nur an den Geschützen vorbeikommt, wenn ihr eine Wache ausschaltet und euch einen Sicherheitsausweis besorgt. Die Sicherheitsausweise senden ein Signal an die Geschütze, das den Träger als verbündete Einheit identifiziert. Besorgt euch zuerst einen Sicherheitsausweis von einer Wache. Dann sucht die Geschütze und holt die Pläne dafür. Einfach, oder? Ich werde hier draußen die Augen offen halten. Genau, wo wir uns getroffen haben. So, eine weitere Quest steht an. Und hier, Alter, wie viele Leute sind denn hier am Start? Boah, guck mal, der hier, Lord. Alter, was ist das denn für einer? Lord Tobaccos Hoi. Was ist denn, Mann, für ein Teil? Level 32. Oh. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Star Wars The Old Republic mit den großen Quests hier in Drum und Cast. Wir haben jetzt einen Haufen Schwung wieder angenommen und die Schattenbruthelden 2 Quest. Was ist los mit Lord Dingster? Naja, auf jeden Fall bis übermorgen, meine Damen und Herren, und möge die Macht auch heute mit euch sein. Jawohl. Was ist da los, ey? Ciao, ciao. Tschüss.